Was wäre die Serengeti ohne Löwen? Ein Paradies, rufen alle Gazellen im Chor. Antilopen, Gnus und Zebras fallen ein. Ein Paradies, ein Paradies. Selbst die Nashörner und Nilpferde wären nicht unglücklich, wenn der König abdanken würde. Auch ihren Nachwuchs hat er schon zwischen den Klauen gehabt. Löwen, Geparden und Leoparden sind in der Serengeti dramatisch zurückgegangen, aber noch regulieren sie die Bestände der Huftiere. Diese leiden allerdings weit mehr unter den Drahtschlingen und sonstigen fiesen Tricks der Wilderer. Die Großkatzen sorgen nur dafür, dass sich die Vegetarier nicht übermäßig ausbreiten und Unheil stiften, aber erzähl das mal einem Huftier. Ach, was sagen die Gazellen? Das würden wir ganz bestimmt nicht tun, uns einfach so vermehren. Nehmt einfach nur den blöden Löwen aus dem Spiel. Da gehen die Gazellen und die Gnus und die Giraffen und die Zebras erstmal fein essen, um die Sache zu feiern. Sie fressen und fressen und da Liebe durch den Magen geht, vermehren sie sich wieder jede bessere Einsicht doch. Weil aber neuerdings keiner mehr kommt, um seine Portion Huftier einzufordern, nehmen ihre Bestände Überhand. Auch die Jungen mampfen Helmchen und Blättchen, bis kaum noch was zu fressen da ist. Denn inzwischen haben auch andere Arten unter der unkontrollierten Zunahme der Vielfraße gelitten. Etliche Pflanzen drohen zu verschwinden, mit ihnen sterben wichtige Insektenarten aus, ihnen folgen die Vögel und die Serengeti beginnt zu versteppen. Allmählich werden erste Rufe laut, die Löwen schleunigst wieder herbeizuschaffen. Die Nashörner meinen, so übel seien die Großkatzen gar nicht gewesen. Sicher könne man Kompromisse mit ihnen schließen. Klar sagen die Gnus, ihr werdet verschont und wir werden gefressen wie eh und je. Kommt gar nicht in die Tüte. Sehr dünn sind ihre Stimmen, als sie gegen die Pläne der Nashörner opponieren, weil sie mittlerweile arg geschwächt sind und dem Tod viel näher, als sie es in der Gesellschaft der großen gelben Räuber jemals waren. Dann sagen die Nashörner, hilft nur eines, ihr müsst sterben, und zwar möglichst viele von euch. Sonst geht hier alles den Bach runter. Nein, nein, schon gut. Wo ist der Löwe? Am Ende wollen alle ihre Löwen zurückhaben. Bloß zu dumm. Weg ist er. Da gucken alle schwer verbiestert. Was denn? Nie wieder Löwen? Großes Gejammer. So hatte man sich das nicht vorgestellt. Von wegen Paradies. Alles ist schlechter geworden, seit niemand mehr kommt, um die Verhältnisse ins Lot zu bringen. So viel zu Serengeti. Aber dieselbe Situation haben wir ein paar Stockwerke tiefer, nämlich in den Meeren. Und die Löwen und Tiger, die Serengeti, das sind die Haie der Meere. Und jetzt stellen Sie sich vor, alle Haie würden verschwinden. Experten sagen, bis Mitte des Jahrhunderts wären die Meere umgekippt und tot. Das ist nicht nur eine Fantasie, das ist so. Und das Schlimme ist, wir sind drauf und dran, genau das herbeizuführen, weil wir die Haie gnadenlos dezimieren, jeden Tag. Und wenn das so weitergeht, dann sind sie weg. Und Sie wissen ja aus der Geschichte, was ausgestorben ist, das kommt nicht wieder. Man muss also etwas dagegen unternehmen, denn es ist ein regelrechter Krieg, den die Menschen gegen die Haie führen. Also hat sich Shark Project gedacht, gut, dann greifen wir in diesen Krieg ein, wir stellen eine Armee auf die Beine und diese Armee nennen wir die Blaue Armee. Das ist eine Armee von Soldaten, die vor allen Dingen eines tut, hinsehen und dann handeln. Es sind alle Taucher und alle Verbände in Deutschland, die sich zusammenschließen gegen das gnadenlose und sinnlose Abschlachten der Haie. Wir haben 2 Millionen Taucher in Deutschland, das ist eine Menge. Wir haben eine ganze Menge Verbände. Alle müssten mal an einem Strang ziehen. Wenn wir das hinkriegen, dann hätten wir eine richtige Hausmacht. Eine Hausmacht gegen die, die rücksichtslos Haie aus dem Wasser ziehen und töten und zu Schillerlocken verarbeiten oder zu Haifischflossensuppe oder einfach nur aus Spaß draufhalten. Shark Project hat eine Aktion ins Leben gerufen, die heißt Morituri te salutant. Die Todgeweihten grüßen dich. Der eine oder andere kennt das noch aus dem Lateinunterricht. Wenn die Gladiatoren in den Circus Maximus eingeschritten sind, dann haben sie das den Cäsar zugerufen, kurz bevor sie selber abgeschlachtet wurden oder sich gegenseitig abgeschlachtet haben. Die Morituri, die Todgeweihten, sind in diesem Fall die Haie. Aber wir werden nicht zulassen, dass sie totgeweiht sind. Wir werden was dagegen tun. Eine blaue Armee. Wenn sie Taucher sind, wenn sie in einem Verband sind, machen Sie mit, schließen Sie sich zusammen, lassen Sie uns alle an einem Strang ziehen, lassen Sie uns diesen Planeten retten, lassen Sie uns die Haie retten. Ich finde das klasse.